Hallo an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute weiter terraformen auf Corrosion und ihr seht hier schon mein wunderschönes Häuschen, das wir im letzten Part umgestaltet haben. Und Jorna ist gerade da, also falls auch gerade bei euch Sonntag ist, vergesst nicht Rüben zu kaufen. Sie besucht mich direkt, sie macht Hausbesuche. Sehr gut in Corona-Zeiten, also kann man nur loben. Wir werden heute weiter terraformen. Ich zeige euch mal kurz den Stand, wie es gerade auf meiner Karte aussieht. Wir haben letztes Mal echt viel geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Also wirklich. Wirklich sehr, sehr stolz. Und wir haben auch Ottokar vergraben, falls ihr das oben hier seht. Da ist Ottokar. Den haben wir so ein bisschen eingebuddelt. Und das werden wir auch noch mit anderen Häusern machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wir werden heute mein Haus umstellen und das Terraforming so gut wie abschließen. Weil ich möchte heute schon anfangen, Bäume zu pflanzen für unseren Aussichtspunkt. Also, heute wird's wild. Heute wird einiges geschehen. Lasst mir gerne auf dem Video auch einen Daumen nach oben da und abonniert mich unten kostenlos. Kostet euch nur eine Sekunde und mir bedeutet es mega, mega viel. Also vielen Dank, wenn ihr mich abonniert habt und einen Daumen nach oben gegeben habt. Und wir würden direkt anfangen. Meine Twitch-Zuschauer sind auch wieder da, also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Aber ich höre jetzt auf zu labern. Ich laber viel zu viel. Also höre ich damit auf. Die sagen auch ganz lieb Hi übrigens, die Twitch-Zuschauer. Emmy ist wieder da. Hallöchen, Emmy. Das heißt, jetzt soll ich mir ein Nintendo Lite in Korall kaufen. Korall ist mega schön. Man, alle Farben sind sehr, sehr schön. Das Gelb finde ich auch sehr cool von der Lite. Und das Blau ist auch cool. Also alle Farben sind gut. Da kannst du nichts falsch machen. Aber ganz Corona mit Rotznase rumlaufen. Ja, stimmt. Man sollte ihr eine Maske schenken. Aber es kann ja auch nur eine Erkältung sein, Leute. Es kann ja auch nur eine Erkältung sein. Und sie ist ja auch ein kleines Baby noch. Wo ist sie jetzt eigentlich? Ah, da. Sie ist ja noch ein kleines Baby. Das heißt, wir nehmen ihr das nicht übel, dass sie so eine kleine Rotznase hat, oder? Na, Jorna, alles gut. Sie sieht trotzdem irrsinnig süß aus. Also sie ist echt mit Abstand das süßeste Schweinchen in dem ganzen Spiel, finde ich. Ich meine, Oinker und so, die sind auch süß, aber... Und Larissa ist auch sehr, sehr süß, aber... Jorna ist schon so ein Ding für sich, weil sie ist einfach ein Baby. Einfach ein Baby. Süß. Welches Inselthema hast du? Genau, ich habe als Inselthema eine Ruineninsel gewählt, weil das gibt es noch nicht so viel. Und ich dachte mir, das wäre richtig, richtig cool, die Ruinen-Items so ein bisschen auf einer ganzen Insel halt auch zu verwenden. Und deswegen wird das eine komplette Ruineninsel. Und ich bin mega gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja. Und falls ihr die ersten Teile verpasst habt, auf Streaming Dodo findet ihr alle Streams. Die habe ich nachträglich dann hochgeladen. Falls ihr wissen wollt, wie ich den Steinkreis da oben gemacht habe und so. Alle Videos auf Streaming Dodo auf YouTube. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist der Link übrigens. Ja. Und heute geht's weiter. Heute machen wir alles fertig. Genau. Ich hole schon mal den Bauhelm raus. Was heißt das? Jonna und Gerd sind die Besten. Renet, was heißt das? Ist das eine Jugendsprache oder ein englisches Wort, das ich nicht kenne? Danny. Wir haben sich auf Danny geeignet. Hi Danny, guten Morgen. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Cersei, was hältst du von Spulen? Hast du auf Corrosion gespult? Ja, ich habe auf Corrosion. Ich spule die ganze Zeit auf Corrosion. Einfach, weil das eine Gestaltungsinsel ist und nicht eine Insel, wo ich spiele. Deswegen spule ich hier, damit das einfach ein bisschen zackiger geht, das Ganze gestalten, weil irgendwann wollen wir auch damit fertig werden. Und auf Dodo Reef spule ich aber nicht, soweit es geht. Ich habe auch schon ein paar Mal dort gespult, einfach weil ich Videos gedreht habe für YouTube. Dann konnte ich da nicht anders. Beziehungsweise wir auf Bewohnersuche waren und sich das in einem Stream nicht ausgegangen ist und ich erst am nächsten Tag weitermachen konnte. Und damit da keiner random einzieht, habe ich einen Tag zurückgespult. Genau, aber sonst spule ich nicht, aber ich bin nicht gegens Spulen. Also wirklich nicht. Ich mag es selber, wenn ich spiele, nicht. Wenn ich Hochzeits-Items vergessen habe, zu bestellen, muss ich auf nächstes Jahr warten. Das ist für mich gar kein Problem. Aber so, wenn ich gestalte, da ist es mir echt wurscht.
Es ist mir wurscht. Danke für die ganzen Follows übrigens. Animal Crossing Love, Nelke und Lukas, danke für eure Follows. Und Feuermauselein, an dich auch. Vielen, vielen Dank. Genau, so, und ich wollte direkt mal... Ah, das Museum müssen wir auch noch umstellen. Ui, da haben wir eh viel zu tun heute. Ich wollte hier direkt ein Plateau machen, so am Strand. So. Hoppala. Ich habe ihn nicht als Inselthema. Ach so, verstanden, weil der Wind so laut ist. Aha, okay. Meine Insel heißt Fishland wegen dem Fischskin in Fortnite. Ah, cool. Mega. Leonie Rambo, bye bye. Schön, dass du da warst. Schönen Sonntag noch. Meine heißt Wonderland. Wunderland oder Wonderland? Wollte die Insel eigentlich nach Alice im Wunderland gestalten, aber gestaltet sich etwas schwer. Oh ja. Alice im Wunderland ist auch ein cooles Thema. Wir haben auch letztes Mal über Inselthemen gesprochen, weil wenn Corrosion fertig ist, also diese Insel, dann werde ich die raufladen als Schlummercode und dann löschen. Wieder löschen und dann ein neues Inselthema von vorne beginnen. Und da haben wir letztens eben gesprochen über... Ja, so Inspo und ihr dürft mir übrigens auch gerne, auch an die YouTube-Zuschauer, gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr coole Inselthemen kennt, die ich danach machen soll. Wir haben sich aber haben uns schon geeignet auf ein Stadtthema. Wie wir das Stadtthema gestalten, wissen wir noch nicht. Vielleicht asiatisch, vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir noch nicht, aber es wird irgendwas Städtisches kommen. Einfach als Kontrast zu Corrosion, weil das ja sehr natürlich wird. Genau. Cersei, weißt du was von was? Ich finde deinen Hintergrund schön. Danke, Lukas. Vielen Dank. Da habe ich auch lange, lange dran gearbeitet, dass der so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ja, ja. War ganz viel Arbeit. Vor allem die Lichter anzumachen, die muss ich übrigens ein bisschen heller machen. Die sieht man ja fast gar nicht. So. Besser, oder? Ja. Eine Stadt auf dem Mond. Wow. Ganz futuristisch. Das ist auch ein mega geiles Thema. Wow. Eine Mondstadt. Mit Sand könnten wir das machen. Oder so eine Marsstadt. Oha. Ja. Finley hat mega gute Ideen. Also... Letztes Mal auch schon. Bin mal frühstücken. Bis bald. Tavi, lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Eine Disney-Stadt. Schwierig. Aber wäre auch mega. Aber gestaltet sich schon ein bisschen schwieriger. Mega Musik am Vormittag in Animal Crossing. Ich liebe es. I'm in love with the Musik in Animal Crossing. Ich check's einfach erst jetzt, dass das nicht die 10 Uhr Musik ist, sondern dass ich die Musik noch anhat. Hat euch das gar nicht gestört? Oder habt ihr das eh nicht gehört, die Musik von YouTube? Hab das nur ich gehört? Oh Mann, was für ein Fail eigentlich. Ja doch, ihr habt's gehört. Oh Mann, sorry, falls das zu laut war oder zu viel war. Es tut mir leid. Einfach so dämlich von mir. Nee, also ich habe nichts gehört. Nicht? Ich habe die ganze Zeit zwei Animal Crossing Musik übereinander gehört. Aber es hat mich auch nicht gestört. Es war jetzt nicht so schlecht. Oh Mann, oh Mann.
Ich schon. Okay, ihr habt's gehört. Eieiei. Zockst du schon seit dem Release von Animal Crossing? Von New Horizons? Fast. Ich hab's am 10. April damals bekommen. Und es ist ja im März damals rausgekommen, also fast seit Release. Ich fand's echt nicht schlimm. Ich ja auch nicht, deswegen ist mir auch nicht aufgefallen. Aber witzig ist es ja schon. Eieiei. Hast du eine Wii? Nein, ich habe keine Wii. Mein Freund hatte mal eine. Aber die hat er auch irgendwann mal verkauft und dann eine PlayStation drum gekauft. Nee, ich habe nur die Switch, beziehungsweise ich habe zwei Switches. Einmal die in Animal Crossing Edition. Die hier. Und einmal die OLED, auf der ich gerade spiele. Und damals, als ich klein war, hatte ich den Nintendo 64. Nee, nicht den Nintendo 64, den Nintendo Lite meine ich natürlich. Ist es dasselbe? Nee. Uiuiui. Aber der ist echt schon hinüber, also... Der ist so ramponiert, dass es einfach nicht mehr schön ist. Also da... Es klappt nicht mal mehr, dass der selbstständig offen bleibt. Das ist einfach alles schon so kaputt, leider. Aber so ist das halt. Er ist mega alt. Er ist jetzt... Ja, 15 Jahre alt. Ja. So ist es halt. Möchtest du bestimmte Bewohner oder sind sie dir egal? Egal nicht. Also wir werden Bewohner hier wählen, die ich toll finde, aber auch, wo das Haus passt. Weil Ruineninsel, da passt vielleicht nicht jedes Haus. So ein knallpinkes Haus oder so wird halt nicht hier hinpassen. Deswegen werde ich da ein bisschen wählen, wo das Haus halt gut ausschaut. Weil ich habe das DLC hier auf der OLED nicht. Das möchte ich mir hier auch nicht kaufen. Das bringt nichts. Ich habe es eher auf Dodo Reef. Und dann werde ich gucken, ja, welche Bewohner halt gut hinpassen. Beziehungsweise, wir haben ja die Lösung da hinten schon gemacht für die Häuser, die nicht so reinpassen. Wir haben Ottokaya hier eingebuddelt. Hier. Ich meine, sein Haus ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eigentlich eh cool. Das passt hier eigentlich eh hin. Aber falls wir eben Fassaden haben, die uns gar nicht gefallen, gar nicht hier hinpassen, machen wir das ungefähr so, dass wir die so ein bisschen einbuddeln und mit Ruinen-Items verzieren. Auch oben kommen dann noch welche hin, damit das noch wer verschwindet und Bäume und so. Und so kann man das halt lösen. Ja, falls mal ein Haus dabei sein sollte, das uns nicht so gefällt. Ja. Also so Holzhäuser sind voll okay. Die würde ich auch lassen. Das ist Claude's Haus. Das ist auch okay. Das passt ja auch gut hin. Yoshino würde ich auch hier lassen. Yoshinos Haus ist auch schön. Aber ich glaube, Frederik... Wartet mal, wo ist Frederik? Genau, da unten. Frederiks Haus... Bin mir gerade unsicher, wie es aussieht. Ja, Frederiks Haus passt nicht 100% auf eine Ruineninsel. Es ist okay, aber sieht schon eher moderner aus. Deswegen würde ich das einbuddeln. Weil Frederik passt so vom Stil her sehr gut auf eine Ruineninsel, finde ich. Den werden wir einbuddeln. So, eine Ranke. Dann kann ich hoch. Ich habe auch die OLED. Die ist sehr cool. Also ich habe auch mal den Vergleich gemacht zwischen OLED und normaler Switch, also Animal Crossing Edition, wie die vom Bildschirm her sind. Und ich würde immer wieder nur die OLED kaufen. Also die ist schon um ein richtiges Eck schöner von den Farben her, von der Auflösung und von der Bildschirmgröße. Das ist auch um ja einen Ticken größer. Deswegen würde ich da, wenn ihr euch eine Switch zulegt, entweder die Lite, wenn ihr einfach nur eine so zum Spielen haben wollt, oder eben die OLED. Genau. Die Lite ist halt super, weil da die Akkuleistung ein bisschen besser ist. Die ist bei der Animal Crossing Edition und bei der OLED. Also wenn man so spielt, ohne dass man es an diesem Dock hat,
die ist so schwach, die Akkuleistung. Also das ist echt schlimm. Da kann man eine Stunde vielleicht spielen und dann ist der Akku auch schon zu Ende. Also da ist die Lite echt im Vorteil, aber deswegen gibt es ja auch die Lite. Genau wegen sowas. OLED ist nur im Handheld sinnvoll, oder? Ja, auf jeden Fall sinnvoller, würde ich sagen. Ja. Ja, schon. Oh, es regnet. Ich glaube, ich mache das so. Ja. Hab sie light in gelb. Spiele auch gerade drauf. Ja, spielst du ja auch gerade Animal Crossing. So, das gefällt mir. Und jetzt kommen noch Wasserfälle hin. Übrigens, wenn ihr so am Terraformen seid, die Ranken sind mega praktisch. Dann müsst ihr nicht ständig auf eine Leiter wechseln. Also, ich finde die Ranken einfach mega. Das war so eine Bereicherung für Animal Crossing, dass wir jetzt die Ranken haben. Die waren mir schon so hilfreich jetzt hier. Da kann ich ja nicht, oder? Nee. Aber ist nicht schlimm. Dann passt das hier und dann passt auch noch ein Baum rauf. Welche Stadtnamenideen? Hatten wir auch letztes Mal im Stream schon Stadtnamenideen. Aber ihr könnt gerne wieder eure Stadtnamen hier reinschreiben. Das hilft auf jeden Fall ein paar, wenn ihr das macht. So, dann haben wir hier einen kleinen Wasserfall. Nein. So. Passt. Und da mache ich noch rein. Das gefällt mir noch nicht so. Es ist mir zu gerade. Besser. Magst du Germany's Next Topmodel? Nee. Also ich hab's früher auch geguckt und so. Aber das Konzept von Germany's Next Topmodel mittlerweile, ich kann mir das nicht mehr geben. Nee. Das ist einfach diese TV-Shows, wo junge Mädchen manipuliert werden, hingestellt werden. Ich meine, ja, sie unterschreiben das ganze Jahr und sind ja damit einverstanden im ersten Moment. Aber das dann nachher zu sehen, wie man so dargestellt wird, ich bin von dem Konzept echt nicht überzeugt. Also ich finde, das sollte... Germany's Next Topmodel ist etwas, was nicht unbedingt ausgestrahlt werden sollte, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass einige das sehr, sehr lieben und so. Aber nee, meiner Meinung nach... Eher nicht so. Eher nicht so. Da hast du vollkommen recht. Eigentlich sollten es Vorbilder sein, aber das sind sie meistens nicht. Ja. Beziehungsweise die Kandidatinnen in Germany's Next Topmodel sind meistens noch sehr, sehr jung. Und damals ist man da ja schon mit 16 Jahren hin. Also zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, ich glaube, Stefanie Giesinger war damals 16 Jahre alt, als sie Germany's Next Topmodel teilgenommen hat. Und die hat ja auch gewonnen damals. Also man ist noch sehr, sehr jung und vielleicht auch etwas naiv. Und da mit so einem Alter in eine TV-Show zu gehen, finde ich einfach nicht notwendig. Das muss nicht sein. Weil man die Konsequenzen auch noch nicht so sieht vorher, was das für Konsequenzen haben kann. Ja. Ich kann irgendwie nicht verstehen, warum man sich da überhaupt anmeldet. Ja, das ist eben genau diese Naivität und die Hoffnung, dann erfolgreich zu werden. Später. Das ist halt auch das Ding. Aber die meisten, ihr seht das ja eh, die meisten, die bei Germany's Next Topmodels sind danach keine Vollzeitmodels. Also ich glaube,
wenn überhaupt von der Staffel, ein, zwei Leute, die dann Vollzeitmodels sind. Die sind dann eher Influencer und keine Vollzeitmodels. Und die meisten gehen halt rein und wollen Model werden und nicht unbedingt Influencer. Und das ist halt auch schade, finde ich. Die Staffel mit ihr fand ich die beste. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich meine, ich weiß, ich habe es geguckt damals, aber ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. So, ich habe mal den Weg hier weggemacht, weil der nicht mehr so gepasst hat. Boah, gefällt mir schon ganz gut. Ich glaube aber, ich muss das Plateau noch ein bisschen weitermachen, weil ich habe ja gesagt, ich möchte das Ganze ein bisschen verschachtelter machen hier auf Corrosion, weil ich das noch nie so gemacht habe. Und mal gucken, ob da was rauskommt. Ich versuche es einfach. Ich liebe es zu gucken, aber selber würde ich nie teilnehmen. Mhm. Das war ja auch das Gespräch. Ich habe ja früher auch ein bisschen gemodelt und ganz viele aus meiner Klasse haben auch dann gesagt, ey, melde dich doch bei Champions Next Topmodel an. Und ich so, nee, lieber nicht. Vor allem, du musst ja auch mega viel Zeit haben. Und ich habe halt damals meine Matura gemacht und wollte auch nicht, wollte das auch nicht aufgeben. Wollte halt die Schulzeit durchziehen. Und das ist halt auch so, manche brechen halt auch die Schule deswegen ab. Was ich auch sehr traurig finde. Deswegen dann die Schule abzubrechen. Ja. Aber die Werbung ist jetzt kürzer. Aber ein bisschen Werbung muss sein, Leute. Ihr unterstützt mich ja damit. Und für Abos ist das dann nochmal so ein Vorteil. Die haben halt keine Werbung. Und das ist halt auch schön, wenn die noch mehr Vorteile haben. Weil die unterstützen mich ja auch mit Geld. Also ist das schon gut, dass die auch Vorteile haben. So. Ja, ich glaube, das passt eigentlich so. Alles abrunden. Das kennt ihr ja schon von meinem Terraforming-Video von YouTube. Alles abrunden und dann ist alles schön. Natürlich. Und abgerundet. Und nicht so eckig. Jo. So, jetzt passiere hier wieder eine Ranke. Gerke, Hallöchen. Und Tascha Maus ist auf dem Start. Hi, ihr zwei. Na, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Fairy Insel und 80 City Insel. Oh mein Gott, Lena, darf ich mir eins aussuchen? Wenn du dich nicht entscheiden kannst, darf ich mir eins aussuchen. Ich wüsste da was. Ich könnte mich da entscheiden. Ich könnte mich sofort entscheiden. Da ist halt auch so viel Stress, Verzweiflung und so dabei. Hm, Lilly, du sagst es. Ja, bitte. Ja, dann mach bitte eine 80 City Insel. Oh mein Gott, das klingt so genial. Das klingt so gut. Ich möchte das sehen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Weil Fairy, ja, auch wunderschönes Thema, Fairy. Aber Fairy Inseln haben wir schon sehr, sehr viele. Und ich fände es mega, wenn du eine 80 City Insel machst. Oh Mann, das klingt so gut. Das ist ja auch so ein bisschen Stranger Things inspiriert. Da werden wir uns übrigens auch bald eine angucken. Eine Stranger Things Insel. Das habe ich ja damals nicht gemacht, weil ich ja krank geworden bin. Aber das stand ja eigentlich schon im Plan. Ja, ja. Ich glaube, ich mache den weg. Ja. Oh, ein Geschenk. Das fliegt aber ganz gemein. Weg von mir. Ranke. Eine 80s Fairy Insel gab es ja damals schon. Ja. Wo ist meine Schleuder? Nee, ist die kaputt oder bin ich blind? Nee, ich habe keine. Oh nein. Ich habe keine. Cersei, weißt du was von Leonie? Wieso?
Was ist mit Leonie? Mit Leonie ist nichts, oder? Macht mir hier keine Angst um Leonie. Nee, nee. Weißt du was ich nicht weiß? Ach so, weil ich sie vermisse. Oh Mann, wie süß. Nee, die hat einfach gerade ein wunderschönes Wochenende mit ihren Freunden. Und das ist auch gut so. Oh Mann, Lilly, ich muss ihr das jetzt schicken, was du geschrieben hast, weil das einfach zu süß ist von dir. Das ist so süß. Da wird sie sich so freuen. Eieiei. Sehr, sehr süß. Oh Mann, oh Mann. Hallo Frieda, guten Morgen. Oh Mann, ist das süß von dir. Aber Lilly, keine Sorge, Leonie geht's gut. Leonie genießt nur gerade ihr Wochenende, auf jeden Fall. Also soweit ich weiß, ich habe erst gestern das letzte Mal von ihr gehört. Aber da ging sie noch gut. Also, huiuiui, mach mir keine Angst hier. Cersei, ich mal dich gerade. Oh, Lilly, danke. Kannst du mir das dann schicken? Ich liebe das ja, wenn ihr was für mich malt. Ich liebe es wirklich sehr. Da bin ich noch, also früher, versteht das jetzt nicht falsch, aber ich liebe es wirklich, wenn Leute mir etwas malen. Weil früher, ich bin ja Kindergartenpädagogin und ich habe es geliebt, wenn die Kinder was gemalt haben, sich die Zeit genommen haben und das dann mir geschenkt haben. Und ich habe haufenweise Sachen geschenkt bekommen damals von den Kindern. Und das ist einfach irrsinnig süß. Und ich weiß es immer so zu schätzen, weil man sich einfach Zeit nehmen muss. Und das ist schön. Minimoli-Fanboy zeige ich mich auch gerade. Oh nein, Leute. Ah, da werde ich rot. Ist das süß. Hallo, guten Tag. Larissa, Hallöchen. Oh, Frauke. Es regnet, ne? Aber hast du einen schönen Mantel gekauft? Passt auch zum Hut. Sehr schön. So. Das gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Hier mache ich auch ein Plateau hin. Ah, nicht sowas. Ein Plateau. Felix, guten Morgen. Wie soll ich dir denn was schicken? Lilly, ich glaube, du hast vorhin gemeint, du hast kein Instagram, oder? Stimmt das? Nee, das war Amelie Dodo. Also auf Instagram kannst du mir das schicken oder auf Discord kannst du mir das schicken. Auf Discord gibt es, glaube ich, sogar einen eigenen Kanal, wo du es reinschicken kannst. Ja. Und ich heb mir die Sachen auf, Leute. Glaubt nicht, dass ich mir die Sachen nicht aufhebe. Ich habe auch einige schon ausgedruckt, die hängen hier neben mir auf der Pinnwand, also. Ja, ja. Ah ja, und natürlich auch die Mission Erde, das Zertifikat, das muss ich euch auch noch zeigen. Als ich einen Regenwald geschützt habe, da habe ich jetzt auch das Zertifikat bekommen. Und das möchte ich euch auch noch unbedingt zeigen, damit ihr seht. Und die Koordinaten habe ich auch bekommen. Das heißt, wir können uns auf Google Maps dann auch anschauen, wo sich der Regenwald befindet, den ich da geschützt habe. Und es ist richtig, richtig cool. Ich habe es mir schon angeguckt. Das liegt direkt an dem Fluss. Das liegt einfach direkt an dem Fluss. Und das ist so, so cool. Also der Ort, an dem... Das ist... Der sieht einfach von oben richtig cool aus. Ja. Ja, Insta habe ich nicht. Geht das auch mit einem Link? Nee, du musst einen Insta-Account haben, um mir auf Insta was zu schicken, Lilly. Aber... Hast du Discord? Oder du speicherst es auf der Cloud und schickst mir einen Link hier per Flüsternachricht. Das geht natürlich auch. Oder per WeTransfer geht das auch. Das ist gratis, also das ist kostenlos. Per WeTransfer geht's auch. Da kannst du es auch hochladen und mir den Link schicken. Ja. Wir finden eine Methode, auf jeden Fall.
Nee, das gefällt mir noch nicht ganz so gut, weil das nicht rund ist. So. Ich bin auch beim Terraformen immer ein bisschen am Ausprobieren. Wenn mir was nicht gefällt, wird es wieder abgerissen. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel ist. Ah, das ist zu viel. Müssen wir das gleich angucken gehen. Aber ich möchte ein bisschen den Laden verstecken. Ja, das ist gut. So ist es gut. Weil hier rechts ist eh eine freie Fläche für den Eingang dann. Und da ist dann der Nuklan. Ja, das passt. Das passt. Das ist okay. So, jetzt mache ich hier noch fertig. Das habe ich privat angefangen und nicht fertiggestellt. So, und das wird auch noch abgerundet. So, passt. Ja, so sieht es gut aus. Da kommen noch Ruinen-Items hin, um das noch mehr zu verstecken. Und ja, dann wird der Eingang auch hübsch. Ja! Obwohl der Flughafeneingang ja gar nicht so wichtig ist, weil wir ja die Insel löschen werden. Und deswegen muss das Rathaus, da wo man dann spawnt sozusagen mit dem Bett, das muss eben richtig hübsch gestaltet werden. Aber es muss alles richtig hübsch gestaltet werden, also ist es sowieso egal. Und da sieht es ja auch schon ganz gut aus mit dem Terraform und so. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Das gefällt mir schon ziemlich gut. So, hier haben wir ein Haus platziert. Yoshinos Haus kommt auch noch woanders hin, glaube ich. Ja, Yoshinos Haus stört hier ein bisschen. Du kannst mich Amelie nennen, weil Dodo steht für Dodo. Ruhe-Dodo-Fan. Ah, okay, dann nenne ich dich jetzt Amelie. Ich nenne nur, also ich lese noch manchmal den ganzen Namen vor, damit ihr auch wirklich wisst, dass ich euch meine. Aber wenn das okay ist, dann mache ich das. Prost, Emmy! Prost! Danke für eure ganzen Follows. Wir haben hier Sally, Dankeschön. Wir haben Beat for Gaming, hey. Und Bea Lil. Bea Lil. Bea Lilly vielleicht? Ja, Bea Lil, danke auch für dein Follow. Und Mona, ich werde mich stretchen. Und ihr wisst alle mitmachen. Und ich rücke ein bisschen nach hinten, dann wird mein Kopf nicht so abgeschnitten. Ah, Leonie hat zurückgeschrieben. Oh, sie freut sich voll, Lilly. Sie hat geschrieben, ah, süß. Sie freut sich. Und Leonie ist da. Lilly, du hast Leonie dazu gebracht, hier reinzugucken. Ach, Lilly. Discord hab ich auch nicht. Ah, das ist schwierig. Weil du mir dann nicht mal ein Foto schicken kannst. Vielleicht per WeTransfer. Vielleicht klappt das ja. Wie geht es dir, Pierdodo? Mini, ja, mir geht es sehr, sehr gut. Und ihr macht mich heute schon wieder so happy, dass es mir noch viel besser geht. Und ich hatte ein Herzchen-Donut zum Frühstück. Also, da kann der Tag ja nur gut sein, oder? Also... Muss doch Leonie vertreten, süß. Ah, Leonie, wenn du mal zwei Streams nicht da bist, die Leute, ja, denen fällt es auf. Ach. So, ich habe eine Nachricht von Finley verpasst. Eine Frage, die ich mir immer stelle. Wie können Menschen mit Kindern umgehen? Wie? Und wenn man dann eigene Kinder hat, kann man dann mit denen plötzlich super umgehen und kann plötzlich einfach mit dem Kind. Das Sozialpraktikum in den Kindergarten war einfach Horror. Also du fragst dich, wie das dann geht, wenn man sich nicht mit Kindern so gut umgehen kann und dann auf einmal Mutter wird oder Vater wird und dann geht's. Also beim eigenen Kind ist das immer anders. Aber finde ich, manche sind dafür gemacht und manche nicht. Das ist vollkommen normal. Also für mich war es nie Problem, auf 24 vierjährige schreiende Kinder aufzupassen. Das ist einfach... Keine Ahnung, das hat man einfach.
oder man hat es nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber 24 schreiende Kinder, es sind auch sehr, sehr anstrengend. Auch für jemanden, der das wirklich im Blut hat, würde ich mal sagen. Also, ja. Und wenn man gut ist, dann kommt es nie dazu, dass 24 Kinder gleichzeitig schreien. Nee, man kann Kinder mögen, man muss sie aber nicht mögen. Leute, nicht Don't Judge Me schreiben. Niemand judgt euch dafür, wenn ihr keine Kinder mögt. Das ist vollkommen normal. Für manche ist das der Traum, für manche ist es der Albtraum. Es ist einfach so. Für manche ist es auch ein Traum, einen Hund zu haben. Und für manche ist es ein Albtraum. Das ist vollkommen normal und ihr braucht euch da nicht schlecht fühlen, wenn ihr mal keine Kinder haben wollt. Also vollkommen in Ordnung. Ich bin auch noch unsicher. Und wenn das meine Mama hört, wird die ausflippen. Aber ich bin mir tatsächlich auch unsicher, obwohl ich Kinder sehr, 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 sehr gerne mag. Und mein Beruf ja, den habe ich ja nicht einfach so gewählt damals. Ich mag die Arbeit im Kindergarten noch immer sehr gerne, nur ist er mir einfach viel, viel, viel zu schlecht bezahlt. Und deswegen gehe ich auch nicht in diesen Beruf, weil er mir viel zu schlecht bezahlt ist. Und das ist auch traurig, sonst würde ich es machen. Sehr, sehr gerne. Und ich weiß auch, dass ich sehr, sehr gut drin wäre. Also, ja. Aber es ist einfach schade. Ich mag Kinder, aber Kinder mich nicht. Das gibt's auch. Aber vielleicht waren das einfach die Kinder, die generell keine Menschen so gern mögen. Hey, Bea Lil. Ist für Beatrice Lil. Okay, vielleicht, also, ist es in Ordnung, wenn ich dich Bea nenne? Weil ich glaube, wir haben noch keine Bea. Beziehungsweise es war schon mal eine Bea da, aber die war schon länger nicht mehr da. Von dem her könnte ich dich Bea nennen, wenn du einverstanden bist. Wie kann ich dir das Foto schicken? Lilly, google mal WeTransfer. Da kannst du das hochladen und einen Link generieren und den kannst du mir dann per Flüsternachricht schicken. Das kostet nichts. Keine Sorge. WeTransfer. Dann kannst du das machen. Melissa, danke für dein Prime. 3 Monate auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, Melissa. Dankeschön. Danke. Ist leider bei vielen Berufen so, dass sie schlecht bezahlt sind. Bei sehr vielen und vor allem auch bei sehr, sehr wichtigen Berufen, die viel zu schlecht bezahlt werden. Krankenpfleger, Krankenschwester, Kindergartenpädagogin, Lehrer. Vor allem Unterstufenlehrer werden auch viel zu schlecht bezahlt, meiner Meinung nach. Ja, und generell ganz viele Jobs, die wir die unglaublich wichtig sind. Auch wie zum Beispiel Leute, die Müll abholen, die werden viel zu schlecht bezahlt, meiner Meinung nach. Weil die sind einfach so essentiell wichtig auch für uns. Ohne die wird es draußen aussehen wie weiß nicht was. Jeder wird seinen Müll überall ablagern, wenn es die nicht gäbe. Ich meine, ja, und man kennt das ja auch. Man sieht das, wo das in Ländern, wo das nicht so ist, dass da einmal in der Woche die Müllabfuhr kommt, wie es da aussieht. Ja, und da muss man einfach unendlich dankbar sein für die Leute, die das für das Geld, für das wenige Geld, das sie bekommen, auch machen. Also ultra wichtige Leute. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Berufsgruppe, sondern auch auf ganz viele andere, die super essentiell sind. Und man hat es ja auch gesehen während Corona, wie essentiell die ganzen Krankenschwestern, Krankenpfleger sind. Also ja, hey, richtig Deep Talk hier. Oder Postbote. Genau, Postbote. Was würden wir machen ohne Postbote? Wir brauchen ja unsere Pakete von Amazon. Nee, aber jetzt wirklich. Oder so wichtige Briefe. Es ist einfach, wenn die ausfallen. Das war auch bei uns Weihnachten. Oh mein Gott, Weihnachten dieses Jahr wegen Corona ist unser Postbote 2-mal ausgefallen. So viele Weihnachtsgeschenke, die dann nicht angekommen sind. Die erst im neuen Jahr dann angekommen sind. Also, ja. Themawechsel. Schönes Wetter heute, oder? Ja, 23 Grad hat es bei mir ein bisschen bewölkt. Also, ich habe ja gehört, in Deutschland ist es gerade richtig schön, oder? Schreibt mal rein, wie das Wetter bei euch ist. Aber mein Wetter hier war eigentlich so, wie hier in Animal Crossing. Die letzten Tage. Nee, gestern. Stimmt, ich möchte nicht lügen. Gestern war es schön. Aber vorgestern, vorvorgestern, immer nur Regen. Was auch gut ist, dass es mal ein bisschen abkühlt.
So, da ist ja der Aussichtspunkt, da pflanzen wir gleich dann Bäume. Bäume werden da gepflanzt, ganz viele. Vielleicht auch schon ein paar Ruinen? Ja, vielleicht schon ein paar Ruinen. Ah, nicht Ruinen, ich meine Fossilien. Ja, ja. Mal gucken. Mal gucken. Weil ich glaube, mit dem Terraforming lasse ich es erstmal. Ich meine, hier fehlt noch ganz, ganz viel. Ja, da könnten wir kurz noch eins machen. Aber ich glaube, dann lassen wir es. Mega sonnig bei 27 Grad. Schön. 23 Grad sonnig spricht mein Laptop. Genau, mein PC auch. 23 Grad sonnig. Genau das, Mona. Genau das. Zu schönes Wetter, um zu lernen. Oh nein, ich muss auch lernen. Hab Donnerstag wieder die nächste Prüfung. Also, heute ist auch Lernen angesagt. Vor 2 Wochen 42 Grad bei uns. Ja, oh Gott. Viel zu heiß. Bei mir scheint die Sonne schön. Thema Kinder ist für lesbische Frauen aber auch leider schwierig. Sowohl Adoption als auch Befruchtung. Das wird einem leider nicht so leicht gemacht. Aber da habe ich Glück, dass ich nicht so den Kinderwunsch habe. Oh ja, und vor allem künstliche Befruchtung extrem teuer. Die ganzen Hormone, die du da brauchst und so. Und die Medikamente, die du da teilweise... Also mega, mega teuer. Und wenn du da jetzt nicht gerade die Ultra-Versicherung hast, dann übernimmt die das nicht. Was auch mega schade ist. Das stimmt. Das ist korrekt. Also, die Bewohner in Animal Crossing sind manchmal echt speziell. Terrorbrezel, ja, du hast recht. Sophie ist so zu mir, ob sie bei mir vorbeischauen könnte, weil sie Inspiration zum Einrichten ihrer Wohnung braucht. Ja. 2 Sekunden bei mir. Okay, ich muss wieder los. Wurde noch nie so hart wegen meiner Innenanrichtung getisst. Oh nein. Oh Mann, das klingt mega gemein. Oh je. Oh je, oh je. Böse Sophie, obwohl Sophie ja eigentlich eine nette wäre. Könnte nicht früher, hatte Stalldienst, sorry. Kein Problem, Gaming Mia. Und die war es im Stall. Wie war es im Stall? Ich kenne Stalldienst auch nur zu Genüge, weil ich war ja früher auch Reiterin und hatte auch manchmal Stalldienst. Und ja, ja. Gut für die Armmuskulatur. So, das ist gut. Dann kommt hier so eine Ranke hin. Zum Hochklettern. Bei uns sind es momentan 27 Grad im Schatten. Mir viel zu warm. Dann rein in die gute Stube und Abkühlung suchen. Preiselbeere. Hallöchen übrigens, Preiselbeere. Ich gehe vielleicht noch schwimmen. Amelie, das hört sich auch schön an. Das würde ich auch sehr gerne machen. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ob ich heute auch noch schwimmen... Ah, ich glaube nicht. Nee, heute werde ich es nicht mehr unterbekommen, weil ich muss erlernen. Eieiei. Oh, ein Geschenk. Und ich habe noch immer keine Schleuder. Toll. Toll gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, das natürlich hinzubekommen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ja! Sieht gut aus. Passt. Ich guck mal kurz auf die Karte, da hat sich ja jetzt auch wieder einiges getan. Wie soll ich dir flüstern? Lilly, ich schicke dir mal kurz eine Flüsternachricht. Dann müsstest du die aufploppen sehen. Und da kannst du das dann reinschicken. Guck, ich habe den Smiley geschickt. Ich hoffe, du siehst es. Wenn sie noch mehr Geschenke verpasst, bekommt sie eine Schleuder drauf. Keine Panik, Leute. Ich hole mir gleich die Schleuder. Aber ich wollte eben kurz gucken, wie das aussieht. Ja, oh mein Gott, Leute, das wird ja voll cool. Ich bin selbst überrascht. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin von mir selbst überrascht.
Ja. Jetzt ernsthaft. Hätte mir nicht gedacht, dass es so gut wird. Aber ich möchte nicht so viel loben, weil es kann ja noch immer schief gehen. Wir werden das sehen. Wie spät ist es eigentlich? Oh, schon 23:30. Oh Mann. Hoppala. Und jetzt habe ich ein Apple Pen, aber mein iPad ist zu alt für den. Mein Vater hat gesagt, er kauft mir ein neues. Oh, das ist ja praktisch. Ah ja, da braucht man schon ein etwas neueres iPad. Ich glaube, den Apple Pen Generation 2, da braucht man das iPad von 2018, was ja eigentlich auch geht. Aber das ist trotzdem noch immer ein bisschen teuer. Aber ich habe das von 2018 und ich glaube, das war das erste, wo der Apple Pen zweiter Generation geht. So, ich brauche diesen Retro-Fernseher. Ich weiß, zu Ruinenzeiten gab es noch keinen Fernseher, aber der Retro-Fernseher sieht schon gut aus. Einfach die beste Terraformerin. Leute, es gibt so viele, die so gut da drin sind. Da zähle ich mich jetzt selbst, glaube ich, nicht dazu. Nee, würde ich nicht machen. Weil ich ja auch das erste Mal so richtig viel mache, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich echt Angst davor hatte. Aber bis jetzt läuft es ganz okay. So, lecker. Das Mittagessen steht schon da. Lepp und Schlepp haben das Mittagessen ausgestellt. Heute Buffet bei Nepp und Schlepp. Amelie, bye bye. Hat sie ein Hass durch die Hai? Achso, nee, bye. Bye. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Lachen, also vor Lachen weinen ist okay, genau. Einfache Regel. iPad mit Lightning-Anschluss an Generation 7. Apple Pen, erster Generation iPads mit USB-C-Anschluss. Ja, dann müsst ihr halt wissen, welche iPads das hatten. Apple Pen Generation 2, ja. Okay. Okay. Ich mache dich ja gerade in Manga-Style. Oh, möchtest du ein Kleid und High Heels oder willst du ein normales Outfit? Keine High Heels. Ich habe noch nie, also ich habe einmal High Heels getragen und bin fast gestorben. Also keine High Heels. Am besten irgendwas Gemütliches. Das wird am besten zu mir passen. Und ich bin ja auch 1,80 groß. Ich brauche keine High Heels. Ich bin immer groß, auch ohne High Heels. Aber voll cool. Ich wurde noch nie Manga-Style gezeichnet, glaube ich. So gefrühstückt und jetzt wieder ins Bett legen. Ich liebe Sonntage. Lena, da hast du echt einen schönen Tag vor dir. Was habe ich denn hier? Ach, das habe ich vergessen. Ups. So, jetzt habe ich wieder eine Schleuder. Und ich weiß auch nicht, wie ich das Plateau hier finden soll. Es ist schon sehr nahe am Laden. Aber es versteckt halt den Laden auch gut. Ah, muss ich mir nur überlegen. Kann sein, dass das noch wegkommt. Muss ich dann angucken, wenn ich beim Gestalten bin. Genau. So, ein Ding möchte ich noch machen. Und dann gehen wir ans Bäume pflanzen. Und zwar da unten beim Campingplatz. Da haben wir halt noch nichts gemacht. Noch gar nichts. Da bin ich mir auch sicher, da kommt noch ein Plateau hin. Aber hier... Hier habe ich halt auch noch gar nichts. Und ich würde sagen, da kommt direkt ein Bewohnerhaus hin. Oder lassen wir da den Campingplatz? Das ist jetzt die Frage. Weil hier ist auch der Steg. Also der Campingplatz wird auch hier ziemlich gut aussehen. Ich würde halt den auch so ein bisschen einbuddeln. Bin einmal kurz nicht da und jetzt wächst das ganze Unkraut. Ich würde den auch gerne einbuddeln. Okay, dann was Gemütliches. Ja. Es freut mich so sehr, dich wieder hier zu sehen. Ich bin so froh, dass du wieder gesund bist. Oh, Leonie, ich bin ja auch mega froh. Und glücklich, wieder hier zu sitzen. Also das ist tatsächlich immer so, dass ich mir den Tag vorher schon freue auf den Stream gerade. Also, weil ich es so vermisst habe auch. Die 1,5 Wochen. Leute, ich war seit 1,5 Jahren nicht so lange weg. Also, seit ich angefangen habe zu streamen.
es sind jetzt übrigens schon mehr als anderthalb Jahre. Es werden ja im Oktober oder November, Oktober, werden es ja zwei Jahre Twitch. Und ich war noch nie anderthalb Wochen lang nicht am Streamen. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt. Oh, Lena, keine Pietro-Emojis hier reinschicken. Mir fällt aber gerade wieder ein, dass ich ja in Quarantäne bin. Ich könnte sowieso nicht das Haus verlassen. Wie ist das gerade in Deutschland eigentlich? Weil bei uns ist es so, wenn du Corona hast, aber halt nur in einem leichten Verlauf, bist du, also darfst du nach 5 Tagen wieder raus. Das ist verrückt. Also nicht nach 10 oder nach 12, sondern schon nach 5. Man darf halt nicht in Krankenhäusern so, aber man darf wieder raus und einkaufen gehen. Hier auch 5 Tage. Okay. Okay. Dann ist das bei uns eh gleich. Hast du meine Flüsternachricht gesehen? Ja, ich habe sie bekommen. Ich gucke mir das dann später an. Ich freue mich schon voll drauf. Freitesten. Nee, bei uns muss man sich gar nicht freitesten. Wenn man einen leichten Verlauf hat, dann ist es einfach so. Dann darf man auch wieder... Also wenn man keine Symptome hat, so ist es. Wenn man keine Symptome hat, dann darf man nach 5 Tagen raus. Wenn man Symptome hat, nicht, dann musst du dich nach 7 Tagen, glaube ich, freitesten. Oder irgendwie so. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ändert sich ja fast wöchentlich. Werd's rausfinden, hatte gerade zum ersten Mal einen positiven Test. Growing Phil, alles, alles Gute. Nicht ganz, musste ich freitesten, hatte Corona, okay. Und die Tests kosten seit dem 1.7. 3 Euro. Echt? Gemein. Also wir bekommen so eine gewisse Anzahl an Tests gratis. Im Monat halt. Tschüss, Niki. Schönen Sonntag. Aber alles Gute an diejenigen, die krank sind oder Corona haben. Alles Gute und werdet ganz, ganz bald wieder gesund. Ruht euch aus und nutzt die Zeit, um alles ruhig anzugehen und mal wieder runterzukommen. Genau. Hast du schon gesehen, was ich dir auf Insta gesendet habe? Nee, Mia, ich gucke mir die Nachrichten immer nach dem Stream erst an. Ich hoffe, das ist kein Problem. Also ich gucke mir die Nachrichten an, wenn es irgendwas Dringliches ist, wie zum Beispiel gestern, nee, vorgestern der Schatten bei mir. Aber das gucke ich mir dann an. Bis wie viel Uhr streamst du noch? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird nach 12 auf jeden Fall, weil ich einfach noch Bock habe, weiterzumachen. Genau. Wortfindungsstörungen mit Cersei. Ist nichts Dringendes. Und was für ein Schatten. Genau, also gestern, vorgestern hatte ich ja den Greenscreen an und da ist ja noch immer dieser Schatten hinten. Und deswegen habe ich auch heute keinen Greenscreen drinnen. Wegen diesem Schatten. Den ich noch beseitigen muss. Wie sich das anhört. Beseitigen. Ja, ist okay. So, dann stellen wir mal ein bisschen was um und spulen. Wir haben jetzt ganz viel zum Umstellen. Einmal möchte ich den Campingplatz hier hoch machen. Dann haben wir das Museum und mein Haus. Uiuiui. Tom Nook. Du wirst mich hassen. Wo ist mein Rathaus? Ah, da. Ich kenne mich auf meiner eigenen Insel immer aus. Vor lauter Terraform. Ich vermute so noch eine Stunde, dann kriegt Cersei normalerweise so ein bisschen Hunger.
nicht nach diesem mega Herzchen-Donut, den ich zu Frühstück hatte gerade eben. Mit so viel Zucker, wie für 3 Tage eigentlich reichen würde. Das Problem ist, ich habe noch 5 Donuts drüben und Daniel mag eigentlich nicht so wirklich Donuts. Der beißt nur einmal ab oder so, um zu kosten. Und dann sagt er, viel zu süß und dann muss ich alles aufessen. Also ja, Zuckerschock des Lebens heute. Definitiv. Ich bin immer voll motiviert, wenn ein Bewohner auszieht, dann voll am Bewohner suchen. Nach der 10. Insel habe ich schon keinen Bock mehr. Neben entweder den nächsten, den ich finde, oder mach aus und lass mich überraschen. In diesem Sinne, hallo Gregor und willkommen auf meiner Insel. Ich muss jetzt gucken, wie Gregor aussieht. Herzchen, ha Gregor. Oh mein Gott, den habe ich ja noch nie gesehen. Eine grüne Ziege mit einer sehr interessanten Frisur. Oh Mann. Der Gregor ist im Start hier. So, Infrastruktur. Dann muss ich mich nebenbei fertig machen. Fahr um 13:30 auf den Geburtstag von meinem Schwager und ich werde immer zusammengepiept, weil ich nicht fertig bin. Zum Fertigrichten braucht man halt seine Zeit. So ist das halt. Man braucht halt da ein bisschen. So ist das. Da darf man niemanden zusammenpiepen. Position ändern. Ich brauche jetzt einen Stadtnamen. Leute, haut mal eure Stadtnamen rein, die euch so einfallen. Terrafine hat Gregor in New Leaf. Ah, echt? Hast du der Unravel 2 schon angucken können? Nee. Noch nicht dazugekommen, Leonie, weil die Arc-Sucht gerade kickt bei mir. Hab das Spiel jetzt schon einige Zeit gespielt und ich liebe es. Ich werde es mir angucken, aber gerade immer, wenn ich die Xbox anmache, spiele ich Arc, weil die Sucht gerade so am Kicken ist. Das ist wirklich... Nee, ihr wollt gar nicht wissen. Nick! Hey! Schön, dass du da bist und danke für den Stufe 1 ab im 4. Monat. Vielen, vielen Dank und guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Dankeschön, Nick. Vielen, vielen Dank. Dann kriegst du von mir eine Liste in 3 Minuten zusammengestellt. Okay, Leonie erstellt eine Stadtnamenliste für Fanboy, also Minimal Fanboy. Du bekommst eine Stadtnamenliste, also sei gespannt. Leonie hat echt gute Namen. Von Leonie ist ja auch der Name Corrosion. Und was genau hattest du da im Sinn? Fangen wir mal mit dem Museum an. Ja. Oh, ich habe fast keine Sterne mehr. Florenz, das ist auch cool. Dodoland! Chef Forest. Mega. Hab auch Arc und bin am Überlegen anzufangen, aber war mir nicht sicher, ob es wirklich so viel Spaß macht. Imasi. Am Anfang wirst du leider, das muss ich dir leider sagen, aber am Anfang wirst du ein paar Mal sterben. Man muss in dieses Spiel echt reinfinden. Ich habe auch ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, ich bin so oft gestorben, dass ich relativ schnell keinen Bock mehr hatte, weil alleine das Spiel zu spielen ist echt schwierig. Aber du kannst bei den Voreinstellungen dich so für den Anfang wenigstens ein bisschen robuster machen, damit du länger überlebst. Und man muss so ein bisschen reinfinden mit den Sachen bauen und so. Oh, Gesundheit, 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 Gesundheit. Ihr seid süß, danke, Leute. Und dann stirbst du auch nicht so leicht, weil Arc ist da schon ein bisschen schwierig. Wer jetzt nicht weiß, was das ist ein Survival-Game, in dem man auf einer Insel spawnt mit ganz vielen Dinos und Dinos, die es auch früher in echt gab. Ja, und spawne immer nur dort, wo leicht steht. Ich hab's mal bei Mittel versucht zu spawnen, und bin an einem Strand gespawnt, wo ein toter Fisch neben mir lag. Und ich dachte mir nur so, okay, wieso liegt da neben mir ein toter Fisch? Naja, stellte sich raus, hinter mir war ein T-Rex. Tja. Zu spät gemerkt, um noch davon zu laufen. Also immer nur bei Leichtspawn. Genau. Schluss mit Arc-Talk hier. Okay, sehe jetzt gerade zum ersten Mal die Inneneinrichtung von Gregor. Ich habe mit allem gerechnet, aber das kam unerwartet. Ich will wissen, was du da siehst. Was ist mit der Inneneinrichtung von Gregor?
kein Bild. Ich habe kein Bild. Gregor, was ist los? Was hast du für eine Inneneinrichtung? Ich möchte es wissen. Innenraum, genau. Das möchte ich. Ich sehe es nur von Relief. Was hat er denn da? Erzähl, Terra Breze. Sind das diese Kacheln? Ist das so ein Spielezimmer? Kann das sein? Nee, das ist Relief. Mann, da gibt es kein Bild. Schade. Ich möchte auch bald mit Ark anfangen, aber was muss ich mir da herunterladen? Dass, denn es gibt so viele Sachen, wofür ich gar keinen Speicherplatz habe. Und hast du Anfängertipps? Ich kann so viel über Ark erzählen, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Moment. Ich glaube, das müssen wir streamen. Leute! Ich werde streamen. Ich werde mal einen Ark-Stream machen, okay? Ich habe eh mega Bock drauf. Also, wir werden einen Ark-Stream machen und dann kann ich euch ein paar Anfängertipps geben. Beziehungsweise ich fange dann einfach selbst nochmal neu an auf einer anderen Karte und dann... Ja. Ja. Ist gebonkt. Okay. Dodoville. Auch ein schöner Name. Was ist los? Was ist los, du der Endertoins? Der ist ein Rocker, Schlagzeug, Mikrofon, Dartautomat, das volle Programm. Ja, so eine Ziege, die kann schon ganz schön abgehen. Der Gregor lässt es krachen. Ich verspreche mich schon wieder voll oft, es tut mir leid. Ich tendiere heute sehr, in die Mundart abzudriften, also... Deswegen die ganzen Versprecher immer. Eieiei. Kann man da eigentlich abrunden? Nö. Ein klares Nein. So, wir müssen jetzt das Museum umstellen. Oh. Ich muss mich echt noch gewöhnen an die ganzen Wege. Das habe ich noch nicht so verinnerlicht. Bubble schreibt man anders. Babel. Nicht die Blase, sondern Babel. Genau. Und immer nur eine reinschreiben. Ah, das ist doof. Warte mal. Was ist doof? Juniper, Stadio, Willow Way, Shady Pines, Gaspacho, Belchor, Belkov oder Mosten. Also von Leonie kommen echt die kreativsten Namen. Wollte Ark auch mal anfangen, hab aber Angst, dass es vielleicht zu komplex oder so. Es ist sehr komplex. Das stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex, das Spiel. Es ist, glaube ich, das Komplexeste, das ich bis jetzt gespielt habe. Aber wenn man da einmal drin ist, dann kickt die Sucht leider sehr, sehr hart. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe gestern den ganzen Tag gespielt. Den ganzen Tag. Ja. Da, das Museum steht. Yay! Ich muss hier, glaube ich, noch hier und da ein bisschen was verändern, aber das ist gut. Das ist okay. Und da mache ich noch ein paar Plateaus mehr dazu. Jetzt ist es abgetrennt. Ah, oh, süß. Leonie hat noch Beistriche dazugefügt. Danke, Leonie. Meine Insel heißt jetzt Belko. Oh, süß! Überlege dir das mit dem Ark-Stream. Ich sehe da Potenzial für Ark viele Wortspiele. Ach, Terrorbreze. Mach keinen Terror. Hi. Meine Insel heißt Bananas. Bananas. Richtig cool. Aber schade, dass es keine Bananen in Animal Crossing gibt. Das wäre so cool. Du könntest überall Bananen hinlegen. Oh Mann, voll schade. Oder Bananenbäume pflanzen. Mann, wieso gibt's das nicht? Nintendo. Aber wir brauchen Bananen. Ah!
Ja, in New Leaf gibt's Bananen, aber nicht in New Horizons. Sassy, als was soll ich dich malen? Das ist jetzt süß. Ich weiß es nicht, Lilly. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt essen gehen. Dodo endet heute die Mahlzeit. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. So, hier kommt ein Aufgang hin. Oder hier? Nee, hier. Ich muss mal kurz gucken, ob ich Inspo für das Museum habe. Da ist das Rankenschloss. Oh Mann. Leute, das wird so cool. Boah. Meine Inspo-Bilder, ich zeige euch die gar nicht, weil ihr würdet ausflippen. Aber die Inspo-Bilder sind echt, echt cool. Richtig, richtig cool. Bald müssen wir auch Designs runterladen. Das kommt auch ganz bald. Für die Wege und so. Ich frage mich. Okay. Ich mal dich als Anime. Okay. Ein Tier. Ich mach dich jetzt als Katze, weil... Ey, malt ihr mich alle? Ich kann nicht so viel. Hab gestern bei jemandem im Stream bei Quip Flash mitgespielt. Ich bin etwas geschädigt. Oh nein. Ich glaube, ich mache das Plateau doch noch ein bisschen größer. Dann haben wir mehr Spiele, um das Museum richtig cool zu machen. Also Inspo-Bilder, die hast du ja schon alle über WhatsApp bekommen. Ja, von dir auch, Leonie, aber ich habe ja auch eigene. Von dir habe ich auch richtig viele coole Bilder bekommen und auch generell auf Instagram von ganz vielen. Von euch. Das freut mich auch immer sehr, wenn ihr mir auch Inspo-Bilder schickt. Ich habe eine Schleuder. Ich habe irgendwie schon wirklich viele gefunden. Meinst du jetzt Inspo-Bilder oder weißt du? Ja, also Inspo-Bilder, okay. So gerne ich Bananen auch habe, aber wo sind die Wassermelonen? Ich brauche Wassermelonen, verdammt, es ist Sommer. Wo sind die Wassermelonen von Terrorbrezel? Wer hat sie? Als was für ein Tier soll ich dich malen? Dein Lieblingstier? Ich weiß es nicht. Ich finde alle Tiere cool. Was, Leon? Ich habe gerade Fingerflutsch. Was ist das? Ich schreibe schnell. Achso, ich schreibe schneller, als ich denke. Ich wollte noch ein paar Wörter hinzufügen, aber gut. Fingerflutsch, das habe ich auch noch nie gehört. Sie hat die Schleuder eingesetzt. Wuhu. Ja, ja. Ich kann es ja doch noch. Na toll, und jetzt finde ich meinen Apple Pen nicht mehr. Oh nein. Jetzt ist er weg. Aber das passiert mir auch so oft. Oh mein Gott, wie oft habe ich meinen Stift fürs iPad schon verloren? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber bis jetzt immer wieder gefunden. Zum Glück. Nee, Flutschfinger ist doch ein Eis, oder? Ist Flutschfinger nicht ein Eis? Ist da nicht so eine Eissorte, die so heißt? Ich bin mir nicht sicher. So, mal kurz Karte gucken. Wie sieht's denn aus? Ja, es wird. Ja, ja. Ja, ja. Es wird schon langsam. Hm. Ja. Ich überlege gerade. Ja, ich fange jetzt an mit den Bäume pflanzen. Leute, ich fange an.
Weil das ist jetzt eh perfekt, Bäume zu pflanzen und dann vorzuspulen, das nächste Haus umzustellen und so. Und dann wachsen die Bäume schon langsam und das passt. Das passt sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt in den Laden. Ja, in den Laden und mir ein paar Bäumchen kaufen. Also, was für ein Tier nochmal? Ich weiß nicht, dein Lieblingstier. Ich habe keine Ahnung. Ich liebe alle Tiere. Es ist mir wirklich egal. Ich werde Leni auf meinem schwarzen Brett verewigen. Oh, süß. Fingerflutsch ist wie... Okay, nur besser formuliert. Okay. Die Karte sieht schön aus. Danke, Rainbow Burn. Ist noch nicht ganz fertig. Vor allem, die Wege kommen ja noch dazu. Aber es wird schon, es wird schon. Vielen Dank, Leute, dass ihr immer sagt, das ist alles so schön. Es hat noch niemand gegeben, der gesagt hat, es ist hässlich. Hör auf, es ist so hässlich. Hat noch niemand gesagt. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt jemand sagen wird. Ich liebe die Insel jetzt schon. Danke, Alisa, danke. Wie heißt sie bei Instagram? It's Pure Dodo. Der Link ist gerade in den Chat gepostet worden von Leonie. Ey, ist hässlich. Spaß, ist wunderschön. Bin ja kein Animal Crossing-Profi, aber wenn ich Blumen anpflanze und am äußeren Rand einen Kreis aus Leuchtmus ziehe, können die Blumen sich ja nicht weiter ausbreiten, weil sie vom Leuchtmus eingeschlossen sind, richtig? Ja, du darfst aber wirklich auch kein Eck übrig lassen, weil die wachsen auch diagonal ein Feld weiter. Da musst du gucken, dass das nicht der Fall ist. Genau. Cersei, hör auf, es ist so hässlich, stopp. Genau das wusste ich, dass das passieren wird. Ich kenne euch ja, ich kenne euch ja. So. Ja, Birnen nicht. Ich bräuchte noch Kokosnüsse. Hab ich irgendwo Kokosnüsse? Ich glaube, ich habe keine Kokosnüsse. Ich brauche noch Palmen. Oder Bambus. Bambusse wären halt auch cool. Ein Bambus, mehrere Bambus. Bambusse. Genau, ihr wisst, was ich meine. Bamben. Bambusen. Einigen wir uns auf Bambusen. Okay. Guck, da ist auch schon Dino. Kriegt man schon Jurassic World Vibes hier. Oh. Die könnten wir auch aufstellen. Die kommen dann auch rein. Ja. Oh, ganz viel Weizenfeld, Leute. Das war so eine Arbeit, die... Ich habe die auf Dodo Reef alle bestellt. Immer wieder, wenn ich mal reingeguckt habe, wieder 5 Stück bestellt. Nächsten Tag wieder 5 Stück bestellt. Leute, das war so viel Arbeit. Habe ich Bambusensprossen? Nein. Bambusse? Jetzt ernsthaft? Bambons. Bamboobs. Oh, ich hoffe, das darf man überhaupt sagen. Ich habe keine. Nee. Wo sind meine Bambusen? Schade. Schade, Schokolade. Aber kein Problem. Ich fliege einfach auf eine Meileninsel. Trick 17, Leute. Einfach auf eine Meileninsel fliegen. Die korrekte Mehrzahl von Bambus ist Bambusse. Jetzt ernsthaft, es hört sich so falsch an. Es hört sich mega, mega falsch an. Aber gut. Dann ist es halt so. Jorna wäre zwar heute gerade da, die würde mir... Oh, 2 Minuten ist sie noch da. Oh mein Gott, Jorna, wo bist du? Jorna. Ah! Die gibt mir dann Sprossen. Ja, 99. Ist okay, ich kaufe welche. Komm. Ich nehme 2 Stück. Reicht.
Ja, wie gesagt, hab gegoogelt und hab Google nicht geglaubt. Echt, das ist so furchtbar. Weil, ich meine, für was? Wieso nennt man dann die Mehrzahl von Kaktus Kakteen und nicht Kaktusse? Wäre doch viel witziger. Bleib mal bei Jorna stehen bis 12 Uhr. Okay, ich mache es. Es ist eh nur mehr eine Minute. Dann passiert nichts, oder? Sie bleibt da. Kaktusse ist inzwischen erlaubt. Zu schreiben oder zu sagen? Jorna! Jorna, es ist 12. Jorna? Frederik auch so, Jorna, was tust du eigentlich noch hier? Vielleicht frisst Frederik Jorna. Nee. Aber das wäre so sein Beuteschema. So ein kleines Wildschweinchen. Wartet, er verfolgt sie. Er verfolgt sie. Er hat sie gleich. Nein, doch nicht. Ja, sie haut erst ab, wenn ich in ein Gebäude gehe. Aber ich spreche mal mit ihr, weil es ist jetzt eine Minute nach, oder? Warte, Frederik holt nochmal aus und... Nee. Wahrscheinlich hat er heute schon gefrühstückt. Oh, ich kann sie noch kaufen? Okay, ich habe aber eh keine Sternis mehr. Oh, cool. Ich kann sie tatsächlich nur normal kaufen. Jetzt gehe ich mal kurz weg. Sie ist aber dann trotzdem noch da, weil es hat ja nicht neu geladen. Nee. Aber wenn ich jetzt ins Rathaus gehe, ich mache das mal und rausgehe, dann ist sie weg. Sie ist höflich, sie geht nicht einfach, wenn man noch bei ihr steht. Sie ist ein höfliches kleines Schweinchen. Dann ist die bei Kofi. Echt? Die kleine Jorna. So, jetzt ist sie weg. Dann gucken wir jetzt mal zu Kofi. Ich möchte sie sehen. Echt? Ich habe sie noch nie bei Kofi gesehen. Kofi! Pizzas. Nee, sie ist nicht da. Blöde Jorna. Nee, Scherz. Darf ich einen Coffee to go haben? Achso, nee, ich habe da noch nicht so oft Kaffee getrunken. Ja, gib mir Kaffee. Leider keine Jorna bei Kofi. Ich habe ja nie das Glück. Bei mir sitzt nie jemand da. Hä, wie blöd ist die? Lädst du Phil ein, wenn du schon da bist? Was, wen soll ich einladen? Ach so, du meinst Flip. Flip. Könnten wir kurz machen, ja? Machen wir kurz. Dann lernen wir ihn kennen. So müde, wie Eugen am Morgen ist, muss sich Kofi mit dem ja dumm und dämlich verdienen. Sofern Eugen Kaffee trinkt, aber ich glaube, der ist eher so der Teetyp. Ich glaube auch. So. Flippity flip flip. Ja, wir kontaktieren jetzt Flip. Das ist das erste Mal, dass ich Flip sehe, Leute. Ich habe ihn noch nie, ich habe noch nie mit ihm geredet. Oh.
Lena. Ein Wunder, dass das nicht gesperrt worden ist. Jeder aus meiner Klasse hat einen Nebensitzer. Ich habe keinen, weil wir eine ungerade Zahl sind. Das ist aber, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Also, ich wäre auch sehr gerne oft alleine gesessen. Ja, aber Lena ist halt so, ja. Lena ist halt so. So, Flip. Hallo. Danke für die Einladung. Süß. Eine kleine Kaffeepause wie diese tut wirklich gut. In einer der Städte, in denen ich gearbeitet habe, gab es auch so ein Café. Da war ich leider nie drin. Denkst du, Eugen mag Eisenbahn? Ein Eisenbahnmuseum wäre doch richtig toll. Oh ja, Flip. Schlag ihm das mal vor. Wir wollen ein Eisenbahnmuseum haben. Er ist echt süß. Bitte sag mir, es gibt einen Bewohner namens Flo. Dann hätten wir Flipflops. Was ist heute los mit euch? Nee, aber... Wartet mal, ich habe heute einen Flo gezogen. Und zwar die Flo. Die Flo, die heißt im Englischen Flo und im Deutschen Susanne. Aber ich weiß, ich glaube, einen Florian gibt es ja, aber einen Flo weiß ich nicht. Ihr Lieblingstier ist Dodo, die sollten wir als Dodo machen. Ja. Ich liebe Züge, ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten. Also ich dachte, ich habe nicht gewusst, was er arbeitet, aber es gab in New Leaf einen Zug? Echt? Wie geil ist das denn, bitte? Ich kriege nicht genug von ihnen, aber sogar ich muss zugeben, dass Fliegen richtig aufregend ist. Damit spricht er Dodo Airlines an. Sehr cool. Flo ist da! Es gibt wohl wirklich keinen Weg, hier eine Eisenbahn einzurichten. Ja, schlag das doch mal Tom Nook und allen vor, weil ich hätte es schon gern. Schade, denn so ein Zug würde diese Insel bestimmt noch ein Stückchen aufhalten. Ja, aber die Insel ist halt auch so klein, dass so ein Zug auch ziemlich unnötig wäre. Aber gut. Flip, schön dich kennenzulernen. Vielleicht lade ich dich irgendwann mal wieder ein. Bye, bye. Man ist mit dem Zug am Anfang in die Stadt gekommen. Dodo Airlines war früher die Bahn. Genau, ja, Dodo Airlines gab es nicht, das weiß ich. Aber richtig cool. Ist zumindest ein bisschen umweltfreundlicher. Aber es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. So, jetzt geht's ab zum Flughafen. Ah nee, ab ins Rathaus, weil ich brauche noch ein Meilenticket. Dann fliegen wir auf die Meileninsel und dann pflanzen wir Bäume. So, so ist der Plan, Leute. So ist der Plan. Ja, der Discord-Link ist schon wieder abgelaufen. Ey, der Discord-Link, der... Nee, der kostet mir Nerv. Mich nerven, das ist Wahnsinn. Boah. Ich stelle immer ein, er darf nicht ablaufen und er soll unbegrenzt sein. Und nach ein paar Tagen ist er schon wieder ungültig. Jedes Mal. Ah! Ich weiß nicht, wieso. Kein Limit, ablaufen, nie. Neuen Link generieren. Kopieren. Eieieiei. Hier ist der Discord-Link, der sollte funktionieren. Zumindest eine Zeit lang. Ich stelle den kurz beim Nightbot auch rein. Da. So. Copy-Paste. Alles wieder aktualisiert. SpongeBob kommt auf dem Bild, wo du als Katze zu sehen bist. Das passt gut. Ich habe auch die letzten Tage ein bisschen SpongeBob geguckt, muss ich ehrlich sein. Manchmal muss man einfach so solche Sachen gucken. Manchmal ist es einfach so. So. Ich
Glück, geh essen, vielleicht bis später. Mahlzeit, Antonia, lass es dir schmecken. So, nach intensiven Gesprächen habe ich mich nun mit meiner Wäsche darauf geeinigt, dass ich sie jetzt waschen werde. Wieso hat sie sich denn nicht selbst gewaschen? Also bitte, irgendwann mal sollte die Wäsche auch alt genug sein, um das selbst zu können. Ich weiß, das war jetzt gar nicht witzig, aber ich kenne diese Diskussion. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Sarah, mir geht's gut. Schön, dass du live bist. Schön, dass du da bist, Sarah. Es freut mich sehr. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Jetzt verlaufe ich mich 10.000 Mal, weil ich die Plateaus nicht gewohnt bin. So. Mach Postfach auf. Ich schicke dir das Bild zu dir nach Österreich. Ich bin aber überlegen, das mal zu tun, dass ich mal ein Postfach aufmache. Aber wenn, dann nur für einen kurzen Zeitraum. Ich weiß nicht, würdet ihr das feiern oder eher nicht so? Ich bin mir das sehr, sehr unsicher, ob ich das mal tun soll. Weil ich habe halt echt schon einige Anfragen bekommen von euch, dass ich das mal tun soll. Das war ein Joke. Ja, ich weiß eh, dass das ein Joke war. Aber von sehr vielen ist das kein Joke. Und ich bekomme da wöchentlich Fragen, ob ich das nicht tun soll. Ob ich das nicht tun kann, so. Kai... Ich spreche es halt immer wieder falsch aus. Kaiman? Kaiman. Kaiman oder... Ja, Kaiman. Hallöchen, guten Morgen. Das war kein Joke. Oh. Ich habe das Kalt vergessen. Ich sollte mal genauer auf meinen Chat achten. Mir geht's super, weil ich jetzt über eine Woche in Quarantäne war und dann gestern das erste Mal wieder draußen und feiern war. Oh cool, Sarah, ich habe diese Zeit so vermisst. Sarah, das ist schön zu hören. Ich bin froh, dass du glücklich bist. Das ist echt cool. Das ist schön. Endlich wieder mal raus. Endlich wieder Freiheit. Ja, Freiheit. So, ich habe E-Rüben, die kann ich gleich verfuttern, um die Palmen auszugraben. Dann brauche ich die nicht mal ansetzen. Das ist eh ziemlich praktisch. Vielleicht hole ich mir dann auch ein paar Panadelbäume gleich mit. Dieses Plateau, das nervt mich jetzt schon. Aber zum Glück ist Corrosion keine Insel, wo ich drauf spielen muss. Cersei braucht bald eine Brille. Das sind wir uns höchstwahrscheinlich alle einig. Ja, ich sollte einfach den Chat größer machen, Leute. Es sind zwei Klicks, die ich machen muss. So, Chat ist schon größer. Er ist schon größer. Es war nur ein Klick. So. Goaoline, Hallöchen. Hi, guten Morgen oder guten Mittag, muss ich jetzt schon sagen. Ich möchte fliegen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich brauche aber, glaube ich, wirklich mal eine Brille, Leute. Sollen wir zum Augenarzt gehen? Kann ja auch, meine Kopfschmerzen können ja auch von dem kommen, dass ich eine Brille brauche. Lena, deine Nachricht ist zurückgehalten worden. Ich lasse die mal zurückgehalten. Aber ich reagiere trotzdem drauf. Du schaust H2O mit 20 Jahren, dann frag mal mich. Ich schaue H2O mit 23 Jahren. Ich glaube, man ist wirklich nie zu alt dafür. Also genau wie du sagst, für H2O ist man nie zu alt. Und wer jetzt nicht weiß, was es ist, H2O, plötzlich Meerjungfrau, ist eine Kinderserie und es ist einfach toll. So wie man auch SpongeBob mit 23 Jahren noch guckt. Oh mein Gott, ich komme einfach auf eine Bambusinsel. Einfach zwei in eins. Wie viel Glück muss man eigentlich haben? Wie viel Glück? Rücke ich jetzt eigentlich aus dem Bild raus? Ja. Ich muss so hin. So. Oh Mann. Leni, Hallöchen. Schön, dich wieder zu lesen. Die habe ich viel zu oft durchgeschaut. Adrian, hi, wie geht's dir?
Hallöchen. Einfach Jackpot hier. Die kenne ich auch, die Serie. Ich glaube, die kennt fast jeder, oder? Emir Bayrak ist der Junge, der in Cleo verliebt ist. Ich bin ein Kerl und habe mit Ü20 H2O geschaut. Sehr gut. Flo, ich bin Fan von dir. Toll, alles richtig gemacht im Leben. Hi, sehr gut, das ist schön. Das Bild ist fertig, ja. Ich empfehle ganz dringend mal zum Optiker zu gehen. Ich kriege auch Kopfschmerzen, wenn ich meine Brille beim Spielen nicht trage. Das sind echt richtig blöde Kopfschmerzen dann. Mhm. Also ich weiß ja jetzt schon, dass meine Kopfschmerzen von meinen Verspannungen kommen, aber es kann halt zusätzlich auch noch der Fall sein, dass die von meinen Augen kommen. Vor allem, weil ich so viel vorm Bildschirm sitze und ich genau da Probleme habe zu lesen. Also ein bisschen halt. Nur dezent, aber ein bisschen. Am Bildschirm lesen ist für mich anstrengend. Bücher gehen, aber Bildschirme sind immer ein bisschen anstrengend. Naja, und deswegen möchte ich auch gerne mal zum Optiker gehen. Mal abklären lassen. I've got special power that I'm not afraid to use. Lenerlichen. Welche special power hast du denn? Arceus ist einfach Kindheit. Ja. Ich habe Migräne und nein. Alles Gute. Falls du es gerade hast, auf jeden Fall alles Gute und sonst auch natürlich. Habe ich alle aufge... Okay. Dann einfach nochmals hinrüben essen. This is my fantasy. Und ich bin 30 plus plus plus. Ja, also alles gut. Jeder darf halt 2 Uhr plötzlich mehr Jungfrau gucken und auch SpongeBob und andere Kinderserien. Manchmal ist das ja auch echt cool. Und übrigens habt ihr gewusst, wenn ihr eine neue Sprache lernen wollt, guckt euch zu Baby-Kinderserien in dieser Sprache an. Man lernt da echt die Sprache gut. Also das klappt. Wieso Dora auf Spanisch gucken? Ihr lernt Spanisch, Leute. Es ist einfach nur toll. Es ist eine mega gute Methode, so Kleinkindersendungen zu gucken auf anderen Sprachen, um Sprachen zu lernen. Sprachen lernen mit Bubble oder mit Kinderserien. Kann ich nur empfehlen. It's all about leaving the ocean being wild and free. Oh. Ich kann es nicht singen. Ich habe gerade die Melodie davon nicht im Kopf. Ah, aber ich weiß, dass es der Text ist. Aber nee, es ist gut, dass ich die Melodie nicht im Kopf habe, weil sonst habe ich wieder 3 Tage einen Ohrwurm. Ein Ohrwurm des Todes. Also ist es schon so gut. Lassen wir das. Nein! Lena, hör auf! Lena, hör auf! Cleo war damals mein Favorit. Mein Favorit auch. Immer Cleo, Cleo, Cleo. Ich habe immer in den Rollenspielen, als ich klein war, Cleo gespielt, weil Cleo war Beste. Lene und Lena, hört auf. Bitte. Die sind alle voll hübsch, finde ich. Dann weiß ich endlich, wie ich besser Spanisch lernen kann für die Schule. Ja, für die Schule. Sorry. Für die Schule. Guck dir Dora auf Spanisch an. Ah, ja. So. Auf geht's. Uno. Back into Corrosion. Das war kein Englisch, Sassy. Dann weiß ich, ja, Ricky, okay, ja. Hört mir auf mit der Titelmusik. Lasst es sein. Ich habe dann echt, ich habe immer so hart Ohrwurm vor solchen Serien. Das ist nicht mehr normal. Also hört auf. Benjamin. Hast deinen Namen revealed. Ja. Aber ist nicht schlimm, oder? Solange du nichts anderes revealst. So, Leute.
Lass das Chaos beginnen. Hier ein Bambus. Hier ein Bambus. Es soll ja ein Dschungel werden. Also erschreckt jetzt nicht, dass ich so viel Sachen hier pflanze. Aber es soll ja ein Dschungel werden. Deswegen, ja, kommen hier ganz, ganz viele Bäume hin. Und was ich noch machen muss, ist Trick 17. Trick 17, damit die Bäume am Rand stehen. So, Bauarbeiten aktiviert. Büm Büm ist mein Klassenspitzname. Sehr cool, kreativ. Ich hatte nie einen kreativen Spitznamen in der Klasse. Aber irgendwie bin ich auch froh drüber. Nein! Ah doch, passt schon. Trick Nummer 17. Hoppala, nicht hier. Du, 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 du. Hüpf! Wer diesen Trick noch nicht kennt und ihn genauer sehen möchte, einfach auf YouTube gehen und das Terraforming-Video angucken. Da ist alles Schritt für Schritt genau erklärt. Und dann könnt ihr nichts falsch machen. Zur Frage, kann ich hier jetzt auch eine Palme hinmachen? Nein, ich habe noch gar keinen Sand! Dann kommt jetzt hier ein Bambus hin. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Können wir mal eine Petition an Netflix starten, dass die endlich mal alle Barbie-Filme droppen? Das ist auch ein Muss. Aber ist Barbie nicht Disney? Nee, ich weiß nicht. Was ist Barbie? Ist Barbie Disney? Nee, doch. Ich weiß doch. Doch, Barbie ist Disney. Oder? Könnte mir das jemand sagen? Guten Tag, ihr Lieben. Hallo, Anoli. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Nein, es ist nicht Disney. Okay. So, und schon steht Bambus am Rand. Am Abgrund. Barbie läuft auf Disney Plus. Ja, doch, es läuft auf Disney Plus. Ja, doch, Barbie ist doch Disney. Im Disneyland ist doch überall Barbie. Barbie ist, glaube ich, eine eigene Marke. Wäre mir neu. Echt? Okay. Aber es wäre halt so Disney-like irgendwie. Die Verwirrung ist groß. So. Jetzt habe ich halt keine großen Bäume, um die da zu pflanzen. Die müssen halt erst wachsen. Aber ich hole mir kurz das Sandtool, weil irgendwie habe ich das verpeilt, das zu holen. Geht's euch gut? Ich glaube, die brauchen gerade ein bisschen Privatsphäre. Oh, Kätzchen, danke. Ich finde das auch sehr, sehr komisch, falls du noch da bist und das hörst. Danke, dass du da für mich nachguckst. Vielen Dank. So, das Sandtool. Na, Melinda? Wie riechen deine Rosen? Manchmal sind die echt komisch. Aber wir lassen das mal so dahingestellt. Barbie-Puppen sind von Mattel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Danke für eure Follows. Kätzchen zockt. Go Auline. So, jetzt habe ich es richtig. Und Chichi. Chichi Greta nenne ich dich jetzt. Greta, auch danke für deinen Follow. Ah, nee, ich sag eh nochmal Greta. Da hat mein Controller echt sehr vibriert.
Kennt noch jemand die Barbie-Website mit den ganzen Minispielen? Nee, die kenne ich nicht. Ich kenne nur diese 2001-Spiele-Seite. Kennt die noch jemand? Oh mein Gott. Die haben wir immer gezockt, als wir... Ich war in so einer Computerschule damals und da haben wir eben EDV gemacht und ich war meistens früher fertig mit meiner Arbeit. Und dann habe ich immer 2001-Spiele-Seite aufgerufen und irgendwelche Minigames gezockt. Spieleaffe, genau, das auch, ja. Oh Mann, das war doch Zeiten. Oh Mann, da waren wir noch jung. Ewigkeiten her. Also gefühlt Ewigkeiten. Togo, oh ja. Das kenne ich auch noch. So, wo mache ich denn Palmis hin? Beziehungsweise, wo mache ich denn Nadelbäume hin? Ich hätte mal gesagt, ich mache hier einen Nadelbaum hin. Ich weiß nicht, ob er wachsen kann hier, aber wurscht. Einfach mal einen pflanzen. So, wahrscheinlich kann er hier nicht wachsen, oder? Naja, ich lasse mich überraschen. Dann mache ich hier einen Nadelbaum hin. Ich muss die wahrscheinlich eh alle noch umstellen. So, einfach mal alles wild verteilen. Für die Fossilien muss ich dann ja auch noch Platz machen. Das wird eh schwierig. Nee, wartet. Ich muss kurz die Sandding machen. Dann kann ich hier eine Palme machen. Mach hier eine Palme. Und hier mache ich eine Palme. Ich glaube, ich pflanze viel zu wenig. Ich muss viel, viel mehr pflanzen. Nee, da ist ein Weg dann. Da muss ich auch drauf achten. Kommt hier eine Palme hin? Nee, nee, nee. Hier. Nein! Ich bin verreckt in der 8. Klasse in Deutsch. Der Lehrer, be like, wir spielen heute 2001 Spiele. Ich so, echt jetzt? Vom Lehrer? Oh mein Gott. Nee, komische Insel kenne ich nicht. Komischer Würfel auch nicht. Ich kenne dieses Feuerboy und Watergirl. Sagt euch das was? Sagt euch das was? Das spielt man zu zweit. Sagt mir jetzt bitte, dass euch das was sagt. Deutsch. Deutsche Sprache, gute Sprache. Kennt das jemand? Oh mein Gott. Das habe ich bis zum Umfallen gezockt früher. Ja. Nee, mir tut das nix sagen. Ja. Ja, okay, die meisten kennen's. Ja, cool. Richtig cool. Ich habe das Spiel geliebt. Mega. Mega cool. So, ich glaube, ich muss da was umändern. Und zwar... Ich habe nichts mehr zum Futtern. Jetzt muss ich eine Kokosnuss futtern. Und zwar möchte ich hier keine große Palme haben. Ich spiele ja auch ein bisschen dann mit den... Größen von den Bäumen und werde nicht alle auswachsen lassen. Damit das so ein bisschen Spiel drin ist. Dann pflanze ich hier eine kleine. Oh, guck, süß! Und hier pflanze ich auch eine kleine. Ihr braucht übrigens dieses eine Sandfeld, wenn ihr eine Palme pflanzen wollt, sonst klappt das leider nicht. Barbie gibt es bei RTL Plus. Macht auch irgendwie Sinn, dass es immer auf Super RTL lief. Hab's immer alleine versucht. Das geht auch. Alleine kann man es auch spielen. So, dann kommt hier die große noch hin.
So, da kommt noch eine kleine hin. Da hätte ich auch noch Platz für eine Palme. Nee, da mache ich einen Nadelbaum hin. Ach so. Muss ich das wieder wegmachen? Marlene, Hallöchen! Ein Nadelbäumchen. So, dann mache ich hier einen am Rand hin. Das dauert jetzt natürlich auch ein bisschen, die ganzen Bäume hier zu platzieren. Auch nicht so leicht. So. Obwohl, ich könnte das gleich bei mehreren Plätzen machen. Hier zum Beispiel möchte ich das auch gerne machen. Ah, nee. So. Machen wir mal so. Ach so, was mache ich denn? Nein! So, Wassertool vergessen. Keine Ahnung, wie lang das Stream noch geht, aber ich verabschiede mich schon mal. Gehe Mittagessen. Finde die Mahlzeit. Lass es dir schmecken. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Stream noch geht. Irgendwer macht hier Lärm. Ah. Der Chat und Kinderspiele. Ach ja. Man erinnert sich doch gern an solche Sachen zurück, oder? Und ihr seid auch alle Zocker. Alle hier. Ihr könnt es nicht abstreiten. Ganz viele kleine Zocker haben wir hier. Ich möchte halt hier jetzt einen großen Laubbaum hinhaben. Ich hoffe, der wächst hier einfach. Ich mache das Tool noch nicht weg, damit der hier auch weiter wächst. Ich hoffe, das geht. Und hier einen Nadelbaum hin. Können wir auf deine Insel? Ich habe hier gar kein Nintendo Online, also das geht nur auf Dodo Reef. Aber heute auch nicht. Also ich bleibe hier auf Corrosion heute. Genau. Aber außer Fortnite, Animal Crossing und Fall Guys zocke ich nichts mehr. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles zocken. Nadelbaum. Hier wären Bambus noch gut. Habe ich noch einen? Oh, ich habe noch so viele. Hui. Wupsi. Dann haben wir hier noch so einen Baum. Und hier machen wir einen Nadelbaum. Oh, das wären viele Bäume. Das wird ein richtiger Dschungel. Mache ich noch einen Nadelbaum hin. Und irgendwo sollten halt die Fossilien dann auch noch Platz finden. Irgendwo. Eieiei. Aber das wird schon. Das wird schon, da bin ich mir sicher. So, das war mein letzter Nadelbaum. Oh, ich habe noch eine Palme. Ei, ich hätte ja noch eine Palme. So. Oh! Hi Lucy und Hallöchen! Hi! Hey, wie geht's euch? Hi und danke für den Raid. Vielen Dank, dass du mir deine Zuschauer anvertraust. Ich fühle mich geehrt. Hi! Wie geht's euch, Leute? Was habt ihr gespielt? Hallöchen! Ich mach das so mal kurz fertig. Ja. Guckt unbedingt auch mal bei Alicien vorbei. Ja, schön, dass ihr hier seid. Hey, hey, hey.
Wir zocken gerade. Was habt ihr gezockt? Marvels? Kenne ich gar nicht. Was ist das? Wieso kenne ich das nicht? Hallo, Fuffi. Hey, Fuffi. Bin ihr bei Ismos? Hallöchen. Kiwi, Schlafnuss, Luca. Lukas mit C. Mhm. Ich habe auch jemanden in der Familie, der Lukas mit C heißt. Sally, Hallöchen. Alleschen, hi. Slady, Hallöchen. Hey, wie geht's euch? Was macht ihr an diesem wunderschönen Sonntag alles so? Außer Stream gucken, natürlich. Was wird es mit Palmen? Hä, was meinst du? Amelie ist fertig, schön. Lukas mit C, danke für dein Follow. Ach ja. Schön, dass ihr da seid. Also wir machen da gerade, ich bin die Cersei übrigens, hi alias Pure Dodo. Wir machen hier gerade einen Dschungel. Ich bin gerade am Bäume pflanzen, wie man unschwer erkennen kann. Weil wir hier in Animal Crossing eine Aussichtsplattform machen, die ist dann da oben. Und da das Ganze hier eine Ruineninsel wird, soll das später eine Aussichtsplattform über so, ja, so Jurassic Park mäßig werden, wo ich auch noch so Fossilien aufstelle von Dinos. Genau. Und das sollte es mal werden. Mal gucken, ob es was wird. Das steht noch in den Sternen. Aber ich glaube, es wird was. Also ich bin ganz guter Dinge. Wir werden gleich auch nach vorne spulen und uns das Ganze mal angucken. Ich glaube, ich werde einfach da hinten noch ein paar Bäume pflanzen, damit hier überall was steht. Du baust eine tropische Insel? Nee. Also tropisch nicht unbedingt, aber sie wird halt mit Ruinen voll geklatscht. Und in so einem Dschungel habe ich mir gedacht, baue ich auch ein bisschen Palmen rein und so. Weil wieso nicht? Wieso nicht? Oh je, Fanboy. Aber Ray, Cersei bin auch da. Ja, Rafa ist auch da, Hallöchen, Rafa. Ist eine Community-Game über den Chat mit Murmeln, die über eine Bahn laufen. Ey, das hört sich aber cool aus. An. Meine Versprecher heute, die kicken richtig. Vorher hatten wir etwas Animal Crossing gespielt, geschlummert und gebaut. Schön. Das ist sehr, sehr schön. Wo habt ihr denn hingeschlummert? Ich schlummer ja auch sehr, sehr gerne. Nächste Woche Sonntag schlummer ich wieder auf Community-Inseln. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Schlummern ist echt cool. So, und ich brauche noch mehr Bäume. Ich sehe es schon. Ach, ich hätte Palmen gehabt. Wir sind extra auf eine Meileninsel geflogen, um die Palmen zu holen. Eieiei. Aber dafür habe ich jetzt Bambus auch direkt geholt. Also alles gut. Alles gut. Gar nicht umständlich. Auf eine Zelda-Insel. Oha! Das hört sich echt cool an. Das hört sich schön an. Die Leute sind auch immer so kreativ. Es ist Wahnsinn. Ich bin auch mal auf eine Community-Insel geflogen, die Harry Potter-Stil hatte. Ey, ich träume heute noch von dieser Insel. Einfach schön. Im Gegensatz zu mir bist du besser als ich, was gehirnmäßig angeht. Ich weiß nicht. Das ist auch voll süß gesagt, was gehirnmäßig angeht. Aber nee, Leute, also manchmal habe ich ganz schön viel Matsch im Hirn. Also so ist es auch wieder nicht. Aber Fanboy, wusstest du, wenn man sagt, wenn man sich selbst für dumm hält, man eigentlich deswegen schlau ist? Weil man dann Bescheid weiß, was man noch nicht weiß. Also ich weiß, das ist einfach so eine Theorie, die ich so habe. Oh mein Gott, mein Hirn. Wenn man sagt, man ist dumm, ist man schlauer, als man ahnt. Also noch schlauer, als man ahnt. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt checkt, was ich hier labere. Aber das ist tatsächlich so. Also ich finde, ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht und denke, dass das so ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich denke schon. Keine Ahnung, ob ihr ansatzweise verstanden habt, was ich hier labere.
Gott sei Dank habe ich nichts gemacht, wie du mir getextet hast. Ich dachte so, hä, hab ich gespoilert? Ich hab dir nicht getextet. Nee, ach so, Rafa, wegen dem Discord. Nee, also wenn ich in Discord mal schimpfen muss, wegen Spoiler und so, dann ist das auch gerade eben in Discord passiert und ich habe dann die Nachrichten schon gelöscht. Also ich, wenn jemand reinschreibt irgendwas und ich lese das, lösche ich direkt und dann schimpfe ich. So läuft das meistens bei mir ab. Und leider war das ein fetter Spoiler. Und das hat mich auch selbst so sehr geärgert, dass ich echt mal schimpfen musste. Eigentlich, so leid es mir tut, eigentlich hätte ich ihn sogar bannen müssen. Ich weiß nicht, warum ich es gar nicht getan habe. Aber ja. Hast du gespult? Ich spule, aber ich habe noch nicht gespult. Nee, heute noch nicht. Deswegen habe ich anstatt eine 4 im Zeugnis eine 3 und das im Gymnasium halt in Mathe. Ja und? Ist ja voll gut. Also was willst du jetzt damit sagen? War kein Spiel, war eine Serie. Dodo Endertoins. So, ich pflanze hier einfach random noch ein paar Bäume. Die werde ich wahrscheinlich sicher umsetzen noch. Aber, ja. Einfach, damit sie mal wachsen. Damit sie mal wachsen und gedeihen. So, und jetzt spule ich dann gleich. Aber ich möchte noch kurz eine Hängebrücke platzieren. Oh, es ist so viel zu tun auf dieser Insel. So viel zu tun. Ja, es war Stranger Things. Es war ein Spoiler zu Stranger Things. Und ach, ich war so... Nein, weil ich habe selbst die Staffel noch nicht gesehen, die gerade rausgekommen ist. Und das war einfach... Nee, und ich gestern habe ich mir die erste Folge dann angeguckt und ich dachte mir die ganze Zeit so... Ich habe diesen Spoiler im Kopf. Ah. Ja, das ist echt nicht schön, wenn man spoilert. Das ist einfach mies. Das tut man einfach nicht. So. Und ich wollte jetzt eine Hängebrücke. Infrastruktur? Ich bin doch nicht der Einzige, der Stranger Things hasst, oder? Ansichtssache. Habe ich auch schon gehört, dass das viele nicht mögen. Aber viele mögen es halt auch sehr. Und es ist auch sehr gruselig. Und wenn man auf das auch nicht steht, dann ist es ja vollkommen klar, dass das nicht jeder mögen kann. Mag. Deutsch ist heute echt schwer. Eine Brücke hätte ich gern, Tom Nook. Ich weiß, ich habe wenig Kohle, aber ich hole mir die Kohle eh von meinem Konto noch. Keine Sorge. Mich würde es auch wundern. Also, mich wundert es, was Tom Nook immer so denkt, wenn wir die ganze Zeit umstellen, Brücken bauen, Aufgänge bauen, aber den Kredit vom Haus nicht abzahlen. Denkt sich auch so, kannst du endlich mir meine Kohle geben, stattdessen, dass du die ganze Zeit Brücken baust und Aufgänge baust und da das Geld vom Fenster rauswirfst? Zahl doch mal deinen Kredit ab. Also so stelle ich mir das vor, dass er so drüber nachdenkt. Jetzt, was jetzt? Deb, danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich mag es auch nicht. Nutzt du für den Wald auch Pflanzen zum Hinstellen? Die Kiefer wäre doch nicht schlecht, falls du die schon hast. Voll, die habe ich schon. Ich glaube, ich habe sogar eine da. Aber ich lasse die mal wachsen. So, ich lasse die mal wachsen, die Bäume. Und dann mache ich das, weil ich habe auch diese kahlen Bäume. Ohne Blätter. Die werde ich auch aufstellen. Bankautomat. Ich hoffe, ich habe noch Geld. Ja. Oh, ich könnte sogar den Kredit abzahlen. Mach ich nicht. I'm sorry, Tom Nook. Ich gehe jetzt zu einer Treasure Island. Viel Spaß, Fimbui. Wir müssen
Wie müssen sich denn die Bewohner fühlen, wenn man Zeitreist? Da haben wir ja mal so ein, ja, so ein Kurzvideo gesehen, das ganz cool war. Zu dem Zeitreisen. Auf YouTube. Das war mega cool. So. Eine Brücke. Mal sehen. Ich könnte es noch um eins rüberrutschen, glaube ich. Nee, das passt doch schon, oder? Ja. Das passt. Hallo, Geroid. Ich möchte gerne mal 129.000 Schulden bezahlen, weil Tom Nook gebe ich sie nicht. Gib sie lieber dir. Hi. Tom Nook im Gehirn. Cersei, du bist ein ganz böses Mädchen. Ich glaube auch. Der ist not so amused. Oder diese großen roten Blumen. Titanwurz oder wie sie heißt. Oh, die Stinkeblume. Mhm, die wäre auch cool. Das ist die Stinkeblume.